neulich bei den Steel Riders. Smart Leute, geht der Walk an. Schön, was ist denn mit dem Smart los? Was, du hast die Karte doch vorher. Ja, geradeaus. Die Kurven. Ja, auf der Karte sind sie gerade. Kurve. Moin! Moin, darf ich Sie mal fragen, warum wir immer Autos um unser Haus. Links oder was? Ja. gib mir den Timer, Digga! Herzlich willkommen zu den deutschlandweiten Orifahrten der Steel Riders. Mit dabei unser Fahrer und Trierer Original Kevin. Zu seiner Rechten Beifahrer und Navigator Thomas. Ey, sag mal, ich glaube, die Kurbel hier ist nicht rund, die ist eckig. Ob die beiden im Ziel ankommen oder nicht, sagt uns der Tanknadelstrich. Ist jetzt egal. Oh, hier kifft jemand, Alter. Boah, hat der Ort, Alter. Dann knallt ja voll eine Peugeot rein, ey. Gleich bin ich noch high. Smoke weed every day. Junge, als ob du mitkriegst. Hat der Bubatz gehasst, so, ey. Weiter. Ja. Abbiegen. Ja, da ist eine Kontrolle. 54 aufschreiben, Thomas. 54 aufschreiben. Du hast sonst auch kein Auto gesehen mit K oder so. Nee, weiter. Und, wie ich sag, Hauptstraße dann entlang oder was? Ja, genau. Sind wir auf dem richtigen Weg, geradeaus oder was? Geh doch rechts runter. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Güterweg ist das hier, ne? Die Hauptstraße ist der Güterweg. Stempelkontroll SK. Komm, wir fahren einfach noch runter. Wir sind mal falsch. Wieso? Kannst du mal die Schnauze halten, Spaghetti? Du bringst mich total durcheinander, ey. Hier steht, wir sind auf einer 292. Und wir sind in Rehnscheid, Digga. Ja, wo müssen wir hin? Rheinshagen sollen wir sein. Oder was für dich, was da für ein Ort ist. Mal das 54 aufschreiben. So. Und jetzt? Ja, hier steht nur, dass wir reinfahren sollen. Bis hier zu einem Punkt. Hier ist ein Punkt. Ja, und dann? Ja, weiß ich schon nicht. Da ist aber nichts. Gegen, wir müssen einfach, ich will einfach nur, dass es rum ist. Ich will einfach nur, dass es rum ist, wir ankommen und ich den Pokal in der Hand habe. Und da ist, so, da dauert jetzt die Zigeuner. Geradeaus oder was? Nee, rechts. Ich hab hier keinen Gaffer dabei. Oh nee, falsch. Drehen. Fahr links rum. Rum. Fahr, da kommt kein Auto, Mann. Ja. Schön langsam, Jacqueline, sonst kotzt du wieder alles voll. Wo müssen wir hier rechts? Ja, rechts abbiegen. Komm. Oh, Thomas, du bist gar nicht bei der Sache. Ja, doch. Du hättest sagen müssen, Dadlo. So, weiter. Weiter. Oh. Rechts oder links? Bus. Ich gehe jetzt nicht durch die Galerie und lösche noch Bilder. Da haben wir 10 Uhr, bis ich da fertig bin. Abfahrt runter. Ich bin eine Walla Pampa. Alter, man sieht wirklich aktuell gar nichts. Weiter. Ja, geradeaus, weiter. Vielleicht mal ein bisschen die Kurven ansagen, weil das ist ein bisschen extrem. Alter Schwede. Bis zum Onkelberg wieder hier oben. Oh, leck. Original 50 fahren. Was ist das da denn jetzt? Fahr. Da ist die Linksabbiegung von dir. Oh, Junge, fahr doch, meine Fresse. Preis. Ja, fahr. Hier geht richtig tief um. Was hier gerade? Dann? Hier, ja. Rechtsabbiegung. Ja, warte. Links zurechtfinden. Ja, richtig. 50. Richtig. Rechtskurve. Ja, wir sind immer noch richtig. Immer der Straße jetzt folgen. Ich sag dir, wann du nochmal links muss. Ja, früh genug. Boah, leck. Alter, boah, leck. Der Peugeot, der ist gleich verreckt. Ist rein gar nichts. Nee. Das sieht aus wie bei JP, wo Farbe 2 im Weg. Pass auf. Das ist easy. Ja, der Punkt heißt doch nichts. Ja, das ist wieder. Deswegen ist der BMW auch da gewesen. Für nichts. Ja, hier sind Wendemöglichkeiten. Steht doch drauf. Punkte sind Wendemöglichkeiten. Nur wir wenden ja überall. Das ist ja eigentlich Regeln vom Dings. Okay, und jetzt? Wo? Die 81, da musst du nochmal aufschreiben. Ja. Das ist die Kontrolle, die hat mir da gewendet haben. Wo sind wir jetzt laut der Smart hier? Fährt. Wo fahren wir jetzt hin angeblich?
geradeaus. Wo fahren die hin? Direkt auf die Pfeile. Ich denke. Jetzt fahren wir gerade entlang. Leichte Rechtskurve. Hast du die drauf? Mhm. Genau, Abfahrt links. Hast du auch drauf? Ja. Oh, da hätten wir reingemusst. Ja? Da ist wieder so ein Punkt. Ja, da habe ich mich gerade ein Auto halten gesehen. Wie ist denn der Punkt? Bewegung, Kreisverkehr. Gleicher Weg, sollten zwei Wege sich gleich hin. Hey, wo ist der Weg? Zwischenaufgabe ist da. Gekreuzte Wege oben. Im Kartenausschnitt liegen gekreuzte Wege, darunterliegende Straßen werden dadurch gesperrt. Der Fahrzeug dürfen nicht befahren werden. Einfach weiterfahren. Okay. Ja, runterlaufen jetzt. Weißt du warum? Deswegen stehen die Leute hier rechts und links in den Autos. Mhm. Damit wir nicht rechts und links die darunter belegenen Straßen fahren. Mhm. Zu gucken, ob wir hier richtig fahren. Ah, also jedes Auto, was ich bisher gesehen habe, war einfach eine Kontrolle, ob wir zu schnell sind oder nicht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall abgelost. Weiter. Chaos, oder was? Mhm. Hier rechts ist jetzt ein Gebäude. Alles klar. Merci. So, fahr. So, jetzt links oder was, ne? So, Bild ist wieder da. Von dicke GoPros, die mal 5 Stunden aufnehmen können, weiter. Und da steht drin, können von Natur aus angefahren werden. Ja, toll. Die Natur, die ist schön. Können wir doch einen Hampelmann machen oder was? Wahrscheinlich hängen die Schilder an der Natur. Ja, ein bisschen mehr Details könnten wir schon mal manchmal erwähnen, so bei dem Ding. Wir müssen jetzt rechts ab, die nächste. Die nächste, die wir fahren können, rechts ab. Hier hat so ein Schild da hin am Kanister hängen oder so. Weiter. Und jetzt? Über den Bahngleis. Thomas. Locker nicht sein. Zurück. Wir hängen halt mitten auf dem See, das kann auch nicht sein. Jetzt drehe ich halt auf der Bahn schief. Hey, fährt doch nächst durch, drehe alles, hey. Deutsche Bahn. So, fahr noch ein Stück. Ja, stopp. Wir hängen halt mitten. Hey. Weißt du, weil wir über die Schienen bieten? Das läuft vom Mann, tut das klar. Guck dir doch mal an, das Ding sieht da aus, wie hier geschützt. Oh, auf der Kamera ist da hell, heiß, dunkel, die Scheiße. Ja, so, sind wir zu früh abgebogen, oder was? Ja, wenn zu früh. Nicht einfach so und fragt aus, ich sag da Bescheid in der Abwies, bisher ist noch gar nicht Bescheid. Aber jetzt hier links. Links und nicht rechts oder was? Ja. Hier an der Dingerin. Ja, da soll ein Aufgab sein. Ein Punkt oder was? Ja. So, jetzt guck mal, was hier ein Punkt sein soll. Hier soll ein Punkt sein? Ja. Bist du sicher? Zu 100%. Okay, wo dann vorne muss. Fahr weiter ein Stück. Wo ist der Punkt genau gezeichnet? Nach der Abzweigung, ja. Da, hier. Kontrolle. Die in der Beschreibung, hier soll man Freunde und Landschaft erkunden. Da siehst du gar nichts von der Landschaft. Also was Scheiße erkunden ist die Landluft, also alles. Wie soll man das denn in der Zeit schaffen? Hat erst wieder ein Rad ab. Ja, weiß ich doch nicht. Wir dürfen uns ja gar kein Mal verfahren. So, weiter. Ich bin jetzt gerade ausgefahren, ne? Ja. Und jetzt? Weiter, geradeaus. Das sind zwei Unterführungen. Ja. Setz mich hier voll unter psychischen Druck! Du hast doch einen Karten. Ich kann hier nicht drehen, Digga. Du hast voll eine Karte vor dir, Digga. Ich sag dir links, ne, geradeaus. Und hier geht gar nichts, Digga. Hey, ist weit und breit nimmer ins Land. Zieh der Handbremse, überschlauen uns, ne? Nee, hey, muss doch irgendwo ein Parkplatz sein, mein. Weit und breit nichts, ne? Alter Schwede! Da dreh doch, Mann, da kommt doch kein Auto! Das heißt bis nach Trier, das DW, Scheiße. So, warte, hier ist uns ein Abzweigung. Kannst du noch drüber hüpfen? Ja. Nee, ist ein Radweg mit hohe Bordsteine. Oh, egal. Mar war ja einfach, hey, Trier alles. Hätte schon Handbrems gebraucht jetzt. Stopp! Oh, da kommt ein Auto. Wir sind ganz normal weitergefahren. Da können so, wir weiter. Einfach weiter. Ui. Digga. Lösch einfach den scheiß Call of Duty da. Das braucht ihr am meisten. Nicht? Dann ist schon gelöscht. Ja, lösch Instagram. Alles kannst du später nochmal neu runterladen.
komische Handbremse nehmen, sonst kriege ich Kurven. So, jetzt weiter. Hier links rein, oder? Ja. Hier kommt ein Rechtskurve und jetzt... Ja, jetzt hier links rein. Hier. Genau. Und dann? Was ist hier? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht rund Stempelkontrolle. Ich... Also viel von meinem Hof. Sicher, dass wir hier durch müssen? Ja. Okay. Geht der Weg auch so auf der Karte? Ja, der Pfeil geht hier rein. So, und dann? Ist was ist hier? Geradeaus, oder was? Hä? Ja. Mann, das hier... Wir sind schon jetzt in der Karenzzeit. Ja. So, da sind wir jetzt reingebogen. Da hätten wir wahrscheinlich nicht gemusst. Aber jetzt kommt hier eine Kreuzung. Ja, da hätten wir das nicht... ist hier die. So. Wo sind wir? Da ja. Hier war das Dorf. Ja, jetzt sind wir hier irgendwo in dem Kaff da. Da sind wir reingebogen. Ja, hier rein. E wie Ende, ne? Ja. So. Aber das ist doch falsch. Wieso? Weil wir hier dann weiter geradeaus runter müssten. So wie ich das sehe. A wie Anfang, E wie Ende. Ist das dieselbe Straße? Die macht aber einen Knick, die Kreuzung. Aber die macht wirklich einen Knick. Ist richtig. Ist richtig, Thomas. Wir hätten einfach nur runter müssen. Ja. Was machen die hier für ein Scheiß? Vor allem für Neulinge, Junge. Mit stell mal vor, wir hätten gar keinen gehabt. Stell dir mal vor, was die Leute jetzt denken, denen das Haus hier gehört. Guck mal, passt das so? Die haben geteert nichts. Fahr. So. Was sollen die Bewohner denn denken? Digga, wir sind. So, weiter. Geradeaus. So. Jetzt? Kreuzung? Nee, bei der Kurve, wo sind wir stehen geblieben? Jetzt hier links. Und dann? Ha? Links. Hoch, ne? Na, kommt nochmal eine Linkskurve, ne? Ist richtig. Nee, ja, kam ich nicht. Ne, wir sind hier hochgetuckert. Ne, wir müssen runter. Runter? Ja. Moin. Moin, darf ich Sie mal fragen, warum wir immer Autos um unser Haus rumfahren? Ja, wir sind bei der Rallye. Der Chinesen-Rallye oder irgendwie? Ja, ja. Ja, aber die Karten, die überschneiden sich genau hier. Und da denkt muss jeder hier rein. Da guckst du auf der anderen Karte, dann heißt es aber geradeaus fahren. Nein, hier kann man ja gar nicht fahren. Ja, das haben wir jetzt auch gerade gemerkt. Wo sind die denn durchgefahren, wenn ich fragen darf? Also die fahren immer hier rum. Das ist bei der Nachbarn. Hier rum und wo fahren die dann zum Schluss hin? Ja, keine Ahnung. Uns ist nur aufgefallen, Köppi, komm hier hin. Dass die immer hier rumfahren. Köppi, komm hier hin. Gut. Ja, komm dann da hoch. Ja, müssen wir da hochfahren. Also da steht auch wieder so ein komisches... Ja, das ist von dieser... Ja, das sind ungefähr 50 Leute insgesamt. Deswegen... Ciao. Vielen Dank. Ja, ciao. So, jetzt kommt gleich links. So. Dann Linkskurve. Gleich links. Ja. Jetzt kommt Vorfahrt-Gewehrenschild. In 100 Metern müssen wir uns was kommen. Stoppschilder. Rechts, links. Anhalten. So, weiter. Und dann? Geradeaus, oder? Nee, rechts runter. Wo? Nur jetzt. Peter, du fährst trotzdem mit 50 hier durch. Rechts. Rechts, hier sind Landstraßen, ne? Ja, rechts. Richtig, alles klar. So. Geradeaus? Mhm. Also, jemand hat schon anstrengend. Also, dafür, dass da nur viele alte Leute gesessen haben, muss ich sagen, müssen die aber ganz schön in sich haben. Also. Oh nee. Jetzt sind wir falsch gefahren. Ja. Wo hätten wir abbiegen müssen? Fahr zurück. Abbiegung, du musst mir das früh genug sagen. Ja. Deswegen gehen wir hier jeden Kurs durch. Links. Jetzt hier links? Nein, gleich. Nächste. Hier ist eine Einfahrt. Ja. War das die? Ja. Schnell, hinter uns kommt ein Auto. Oh! So, weiter. Junge. Ist das hier wirklich richtig? Ja! Das hier. Boah, die Kupplung. Fahr einfach! Stell nicht so viel Fragen. Die Kupplung ist verreckt, Digga. Ja, du bist gleich auf. Das stinkt ja wie Sau, ey. Ich sehe doch schon wieder nichts. Boah, Digga, das ist eine Kurve. Ui.
Leicht rechts. Schluss, Pipi. Oh, Digga. Ich hab doch gesagt, leicht rechts. Hey, wir hängen ja gleich mit. Alter. Und jetzt? Geradeaus, weiter. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Digga. Digga, ich seh nichts. Digga, wo bin ich? Boah, ich fahr nur von Katzen auf. Oh, Digga. Oh, leck. Alter. Junge. Junge. Alter. Junge. Boah. Thomas, Junge. Du hast die Karte doch vor. Ja, geradeaus. Bei den Kurven. Ja, auf der Karte sind sie gerade. Links. Jetzt rechts, oder was? Nee, geradeaus. Birken. Sollen wir dann Birken Pferd reiten, oder was? Die geradeaus. Hier rein gar nichts, Junge. Ich weiß nicht, wie weit ich noch hier die Digga, wenn ich einen Unfall baue, küsse ich die Scheibe auf jeden Fall. Ja, lach, ne? Guck auf die Karte. Ja, geradeaus, weiter. Komm. Oh, oh, leck. Der geht runter, Digga. Ja, hast du. Das, die das, Meter, die das, mir hier uns verfahren, Digga. Fernlicht. Kannst du nicht mehr gut fahren. So, hier geht nach jetzt links, 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 links. Ich red die Kurve. Oh, leck und rum. Oh, leck, ich am Arsch. Und weiter. So viel, so viel zu STVO. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja. So, das ist STVO. Glaub es mal. Trier wäre auch so gewesen. Trier alles, ey. So, und jetzt? Ja, jetzt sind wir. Rechts geht runter, Abzweig, Nordabzweig, dann jetzt leichte Linkskurve. Ja. Thomas. Ja. Passt das? Ja, hier steht Engfeld, Engfeld, genau, genau. 39, aufschreiben. 39. Wir dürfen wenigstens aus der Wertung fliegen. Ja. Pass auf, die macht gut zu. Zieh ja nicht an, bremse in der Kurve. Nee, die ist da. Der Smartler, der geht aber auch ganz schön. Was ist denn mit dem Smart los? Warum blendest du den eigentlich die ganze Zeit mit deinem Licht? Digga, 8 Minuten schaffe ich ja ein bisschen lokal. Nein. Ich bin Heiner Schlag, nicht Ton Rampen. Den Timer, den haben wir auch etwas später erst angemacht. Der geht falsch. Also wir sind schon mal vorbei, die Zeit. Nee, in 4 Minuten ist sie rum. Ja, und was steht in der Startzeit? Wann müssen wir Minimum da sein? Maximal, spätestens. Ja. 21 Uhr. An 6 Uhr. Viertel nach 6. Alles klar, wir gehen mal auf. Hängt hier. Was sagt Stempel über? Links. Wie viele Minuten haben wir noch? Eine Minute. Ah ne, wir sind schon 2 Minuten. Okay, weiter. Wir sind schon in der Karte. Ja, weiter. Passt ja. Das hier mit der Linkskurve? Ja, ja, ich hab doch mit der Linkskurve. Ich fahr ja gerade wie mein. Wie was weiß ich, wie Morgoth, Digga. Gar kein Problem. Noch am Üben für den Ring, ey. Bestätige Rechtskurve. So, Ring setzt man schon mal Problem. Bestätige Rechtskurve. Alter. Der Timer. Ich schmeiß ihn gleich aus dem Fenster, Digga. So, jetzt hier an der Kreuzung müsstest du links rein. Jetzt gib mir den Timer, links. Gib mir den Timer. Links oder was? Ja. Oh, gib mir den Timer, Digga. Ich komme dran, der ist unterm Sitz. Holen einfach, ist mir scheißegal. Geht doch den Leuten auf den Sack. Gib mir den Timer. Ja, ich muss auch noch. Rechts. Ja, ich komm nicht dran. Scheiß drauf, lassen einfach. Guck auf die Karte. Ja, der hört irgendwann auf. Hast du die Karte? Ja. Rechtskurve. Ja, Bestätigung. Ja. Wieso ist er denn auf der Karte eingezeichnet? U-Turn. Wenn das Ziel schon vor Augen liegt, dreht doch einfach noch eine Runde. Hier kurz vor der Einbiegung steht, dass da ein Truckstop ist. Ja. Wo war der Punkt? Geradeaus, geradeaus, geradeaus an der Volksrund vorbei, jetzt hier links. Nee, hier links später reinfahren. Hier irgendwo. Hier. Truckstop, Truckstop. Hier, Ziel.
Ja, also zum guten Schluss, was sollen wir denn dazu noch so viel sagen? Ne? Also wir sind insgesamt 5. Platz geworden. Ja, den Abschluss, da hat die Kamera wieder gestreikt, keine Ahnung, ich habe die Videodatei mal wieder gefunden, wie es halt so ist. Ne? Auf jeden Fall, ja, Abschluss sind wir 5. Platz geworden. Für die erste Uri denke ich, das war alles noch in Ordnung. Ich meine, Thomas musste sich schon erstmal reinkategorieren. Ne? Effizienter würde ich mal sagen. Ne? Also da gibt es natürlich dann auch, da musst du um die Uhrzeit da sein, mit Lichtschranken fahren und. Ne? Also da war jetzt wie gesagt Endneuling. Erste Video, wie gesagt, war Erklärung. Zweites Video war mal so ein bisschen, wie läuft das in der Fahrt denn so ab mit den Aufgaben. Jetzt das letzte Video war so ein kleines Best-of. Das Ganze ging halt schon 3,5 Stunden. 100 Kilometer, 110 Kilometer waren vorgeschrieben. Ich glaube, ich hatte danach auf dem Tacho insgesamt 250 Kilometer, ja doch 250 Kilometern. Ja, ich bin mehr durch Lulupumpu durch die Gegend geeiert wie überhaupt Strecke, aber egal. Ja, Fahrer hat es nicht gelegen. Ne? Ich denke mal, für den Thomas war das ganz so wie Neuland, ne? Wie das Internet manchmal. Die nächste Obi ist in Köln. Da werden wir vorher noch Bescheid sagen und da werden wir noch das Wochenende in Köln verbringen, also da gucken wir uns mal alles so genau an, ne? Wie die überhaupt den Domler hochgezogen haben, alles, da sind die Trierer mal in Köln. Ich würde sagen, falls das Video euch im Format euch gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Feedback sind immer gut. Damit würde ich sagen, haut rein, ciao.